Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zum ersten Video zum Riding Out Update mit dem Multiplayer. Vielleicht wissen es ja schon die ein oder anderen von euch, dass Riding Out jetzt ein neues Update kriegt. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr beim reinen Singleplayer-Spiel bleiben, sondern es geht jetzt endlich in den Multiplayer. Hier steht direkt mein erstes Pferd. Und auf das werden wir jetzt aufsteigen. Oh, guck mal, jetzt geht's hier schon los mit dem bisschen rumbacken. Momentan ist es noch ein kleines bisschen buggy hier. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade zum ersten Mal auf dem Riding Out Server eingetroffen und werden uns das Ganze jetzt mal angucken. Von der Seite ist es leider momentan noch ein kleines bisschen schwierig. Ich kann es mal so machen. Mehr geht aber noch nicht. Ansonsten lenken wir direkt das Pferd mit. Also umsehen hier auf dem Pferd ist momentan noch nicht möglich. Wir reiten einfach mal in die Stadt. Ich möchte, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht direkt auf alles eingehen, was in den Changelogs stand. Von den Sachen ist sowieso noch nicht alles umgesetzt, bisher nur einiges. Und von daher können wir das auch in einem späteren Video nochmals näher beleuchten. Das Ganze soll jetzt also einfach nur zeigen, was wir denn schon an der Map gemacht haben, beziehungsweise was denn schon an der Map gemacht wurde. Und wie sie aufgebaut ist, was man schon sehen kann und so weiter und so fort. So viel ist es als Außenstehender vielleicht gar nicht. Jedoch muss man beachten, wir haben einen jungen Mann, der das Ganze skriptet. Und einen jungen Mann, der die Map und sowas alles bereitstellt und auch zusammenstellt. Also die ganzen Häuser hier baut, der die Umgebung hier macht, der die Gräser hier hinpflanzt, der hier die Schubkarre hingestellt hat und so weiter. Das machen alles insgesamt zwei Leute. Ich und ein Team von ein paar anderen Leuten, unter anderem natürlich auch die Caro, die hier als Administratorin tätig ist. Die machen Support im Forum bzw. E-Mail-Support. Das sollte euch ja allen mittlerweile klar sein. Und ja, also es sieht zwar im ersten Moment relativ wenig aus, was hier gebaut ist. Bisher ist es nur diese Stadt. Alles, was drumherum ist, sind Bäume und Flachland. Aber ich würde sagen, das ist schon mal eine richtig fette Leistung. Und mir gefällt es ehrlich gesagt auch wahnsinnig gut. Also man kann sich hier richtig drin verlieren. Ich bin jetzt hier schon circa eine Stunde auf dem Server. Und es wird einfach nicht langweilig. Ich gehe hier so ein bisschen rum. Und dann komme ich hier nach 10 Minuten wieder vorbei. Und nach 20 Minuten wieder. Und ich denke mir einfach jedes Mal, wie schön das aussieht. Man kann sich das alles immer so ein bisschen... Man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Das muss man einfach so sagen. Wie viel Arbeit da drin steckt. Beispielsweise diese Treppe, dass man hier überhaupt hochgehen kann. Was man gerade gemerkt hat, hat ein kleines bisschen gebuggt. Aber, ja, wie gesagt, ist ja auch noch eine Beta. Und noch nicht absolut fertig. Ja, das sollte man auf jeden Fall beachten. Die ganzen Häuser sind noch leer. So ziemlich alle Häuser sind hier zweistöckig, beziehungsweise die meisten. Noch nicht alle. Also natürlich kommt es darauf an, was man als Häuser betrachtet. Das da vorne kann man natürlich auch schon als Häuschen betrachten. Aber die sind natürlich nicht zweistöckig. Ansonsten hier die Lagerschuppen, die kennen wir ja schon aus dem Only-Singleplayer-Spiel. Und ansonsten gibt es hier noch nicht so viel. Hier haben wir, was ist das denn hier? Das habe ich noch gar nicht so genau betrachtet. Was ist denn da drin? Hat ein sehr merkwürdig aussehendes... Ah ja, guck mal hier. Oh Gott, also das hier muss noch... Ich ziehe jetzt mit der Maus nach rechts, das merkt man. Und wenn ich dann A drücke, zieht es trotzdem nach links. Das heißt, ich muss mit der Maus theoretisch gegensteuern. Okay, das ist noch ein bisschen komisch. Aber das wird natürlich alles gefixt. Wir sind ja momentan am Testen. Seht ihr das, Leute? Das können wir dann bald auch machen. Wir können endlich unser Heu und Stroh in die Gitter hier reinsetzen. In die Futterlupen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Wir alle sind sehr zufrieden mit dem ganzen Ergebnis, wie der Server bisher läuft. Manchmal ruckelt es zwar noch ein bisschen, aber das kann natürlich instant behoben werden mit dem nächsten Update. Wenn wir dann nochmal testen, kommt darauf an, was wir da geschafft kriegen, beziehungsweise was der Chris da geschafft kriegt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Hier seht ihr eine kleine Pferdestatue. Fehlen hier nur noch so die Bänke, um sich hinzusetzen. Ach, schön. Einfach hinsetzen und entspannen. Toll. Hier einen kleinen Blumenladen, da könnt ihr eure Blumen kaufen für euren Onkel, für den alten Stefan, den alten. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich noch gar nicht so zu sehen, beziehungsweise was heißt zu sehen? Man kann halt noch nicht so viel machen, hier stehen noch keine NPCs, die Quests sind noch nicht drin.
Bisher ist eigentlich nur möglich, hier rumlaufen, sich das Ganze angucken und das Inventar bedienen. Und dazu wollte ich jetzt ganz zum Schluss nochmal kommen. Einige von euch haben sich ja gefragt, wie wird das Inventar aussehen, was kann man da reinmachen. Bisher sieht es tatsächlich so aus, als könnte man da alles reinmachen. Das heißt, eure Spitzhacke, eure Fackel, eure Axt und natürlich auch eure Eisenbarren und sonstiges. Wenn ich jetzt mein Inventar mal mit ihr öffne, dann seht ihr, hier sind auch schon ein paar Sachen drin. Äxte, Spitzhacken, Fackeln. Wenn wir jetzt hier einmal Linksklick drauf machen, haben wir die sozusagen an der Maus gebindet. Dann können wir die hier splitten. Das heißt, 2 und 2, da habe ich nur noch 2 in der Hand. Wir können diese 2 jetzt in den Mülleimer schmeißen. Dann... Oh. Das war nicht so gewollt. Jetzt habe ich aus Versehen Escape gedrückt. Das ist natürlich nicht der Vorteil von dem Ganzen. Ich bin gleich wieder zurück. So, jetzt liegen unsere Äxte natürlich da oben rum. Das ist natürlich nicht so schön. Die heben wir jetzt mal auf hier. Beziehungsweise die heben wir nicht auf. Das geht nämlich noch nicht so einfach. Musste ich vorhin schmerzlich feststellen. Ich mache es einfach weiter im Inventar ganz normal. Drück mal nochmal I. Und dann können wir uns die Axt hier rausholen und theoretisch auch hier unten in die Slotbar reinziehen. Und die dann später mit 1, 2, 3 bis 7 natürlich auswählen und benutzen. Ja, bisher geht das leider noch nicht, aber das kommt auf jeden Fall noch rein. Das sollte logisch sein. Und ansonsten war es das dann soweit. Einen kleinen Überblick über die Stadt könnten wir mal versuchen so zu kriegen. Bisher kann man relativ weit rauszoomen. Wartet mal, da unten steht ein anderer Spieler. Gehen wir mal gucken. Wer auch immer das ist. Das steht auch noch nicht über den Spielern. Oh. 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 Hi. Der gleiche Charakter, den wir hier gerade auch spielen. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es doch in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Bisher steht dem Ganzen nichts im Wege, dass wir hier einfach mal durchlaufen und noch ein bisschen mehr erkunden. Wir können ja mal noch kurz da hinten laufen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ihr hier gesehen habt. Ihr seht ja hier noch einen kleinen Hof. Hier könnt ihr dann später vielleicht einziehen oder so und könnt eure Familie gründen und dann ganz viele Kinder haben und ganz viele Pferde. Nee, natürlich nicht. Aber hier wird wahrscheinlich auch dann später noch eine Quest stattfinden. Das sehen wir dann alles. Und ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Tschüss. Das waren also die ersten Ausschnitte vom Multiplayer-Update von Riding Out. Wie hat's euch gefallen? Wie sieht die Grafik in euren Augen aus? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.